Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Swirne Gaming mit World of Warships Legends. Wir sind heute unterwegs mit der Kneisenau. Und ja, wir werden mal ein bisschen mit dem deutschen Schlachtschiff mal loslegen. Wir werden mal mit Richtung B fahren. Bei C sind zu viele Inseln, wo sich die ganze Zeit die Kreuzer schön verkriechen können und rumbrandschatzen können im Endeffekt. Deswegen fahren wir eher Richtung B, da ist eine offenere Fläche. Und ja. Die Gneisenau ist das 6er Schlachtschiff der Deutschen. Und es ist auch ein Schlachtschiff, was Torpedos hat. 3 Stück pro Seite. Und ja, also kann man auch im Endeffekt in den Nahkampf gehen. Das Schlechte bei den deutschen Schlachtschiffen ist einfach die Streuung der Hauptbatterie. Die ist halt immer ein bisschen, ja, sehr hoch, also gerade die Gneisenau ist nur nicht die genaueste beim Schießen. Aber ja, so ist es halt. Oh, gucken wir gleich mal, ob wir die Queen noch anvisieren können, obwohl sie wegfährt. Ah ne, das wird wohl nichts werden. Wen haben wir hier hinten? Die Exeter. Okay, das ist der neue Kreuzer. Premium Kreuzer. Mal gucken. So, der hat auch Nebel, okay. Naja, eine Kugel hat getroffen. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Dass es da bloß 3000 Schaden gab. Mal gucken, wenn wir die Queen lassen hier hinten noch. Das ist die Bayern. Mal gucken, wir können natürlich Richtung Bayern fahren und uns einen Kampf der deutschen Schlachtschiffe liefern sozusagen. Die Bayern ist aber ein Fünfer. Mal gucken. Dann machst du mal ein Hallo-Schrei nach draußen schmeißen. Mal gucken. Ja. 5000 knapp. Das geht. Ja, jetzt hat sie uns auch im Visier. Oh, runter vom Gas und einlenken. Und wieder Vollgas. Sehr gut. Das war ja schon mal nicht getroffen. Das war sehr gut. So, mal gucken, ob wir dafür wiederum treffen. Nein, wir haben auch nicht getroffen. Das ist natürlich. Ja. Hat er vielleicht alles richtig gemacht? Okay, jetzt schießt er wieder. So. Na, nicht wirklich getroffen. Ansonsten widmen wir uns der Queen, weil die ganze Zeit jetzt der Bayern da hinterher gucken, muss ja auch nicht sein. Können wir uns auch der Queen widmen. Oder wir können natürlich auch Richtung A fahren, weil A geht die Party ab und da zeigt man auch nicht Breitseite für die Bayern. Ja. Das ist natürlich sehr toll. Da hat man schon Torpedos und jetzt kann man aber eine Seite nicht mehr benutzen. Das ist natürlich nicht so toll. Und der Treffergrad war auch ja ziemlich. Ja.
Gut sieht anders aus, ehrlich gesagt. Flugzeug losschicken. Katapultjäger in der Luft. Hat nicht ganz gelangt, jawohl. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Aber durchs Feuer. Das ist natürlich sehr gut. So, hier drüben hat man noch ein Schiff. Ja. Kann man da mal Torpedos losschicken. Okay, jetzt haben wir auch ein Schlachtschiff ohne Torpedowerfer. Jo. So schnell kann's gehen. Okay, zwei Feuer gehabt. Da löschen wir mal lieber. Torpedos direkt voraus. Jetzt haben wir natürlich noch geschossen. So, wir müssen mal gucken, dass wir uns ein bisschen wegen der Queen aufpassen. Na Bayern, dass wir halt nicht zu viel Seite zeigen. Naja, ein 11.000er Hit, der geht das noch. Okay, die Queen schießt auch mit APs. Wer ist denn da drüben? Das ist nicht die Jog. Ah, da. Die Bäuse, okay. Da. Da schätze ich mal, die wird uns abfackeln. Ja, wir haben schon drei Feuer. Das ist auch vier Feuer, okay, das war's für uns. Aber die Bäuse schon mal gut zu merken. Also die Bäuse, die macht ja extrem Feuer. Was hat denn die für eine Brandwahrscheinlichkeit? Das ist ja Wahnsinn. Also die hat uns ja komplett abgefackelt. Nicht schlecht. Da müssen wir mal gucken. Ehrlich gesagt, würde ich mal weiter beobachten. Also das ist ja Wahnsinn, du. Vor allen Dingen, die konnte auch ziemlich schnell schießen. Und ja, die hat uns einfach niedergefackelt. Also das ist ja Wahnsinn, du. So. Die Queen. Trifft die Jog nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Jetzt würde ich so Jog gleich Seite zeigen, denke ich mal, für Torpedos zu merken. Ja, jetzt werden sie kommen gleich. Da würde ich sagen, hat die Queen echt Glück gehabt. Ja. Da konnten sich die Torpedowerfer nicht so schnell drehen. Da haben wir die Bäuse. Wen haben wir denn da drüben? Ah ja, genau, auf das Schlachtschiff wollte ich. Genau, die Warspit. Gleich werden wir die Bäuse sehen. Oder
schießt die Preuße schon auf andere Schiffe. Das kann natürlich auch sein. Ja, da. Auf wen schießt er denn? Auf die Graf Spee. Und die brennt auf jeden Fall auch. Die Graf Spee auf jeden Fall brennt. Muss man uns mal. Ach, jetzt zu Ende. Okay. Na gut, ein Sieg war es trotzdem. Ja, wir haben natürlich nicht sehr viel beigetragen. Das ist so, ja. Aber was willst du machen? Und da würde ich sagen, gehen wir gerade ins nächste Match mit dem nächsten Schlachtschiff der Deutschen, und zwar mit der Bismarck. Und ja, schauen wir uns mal, wie das Sekundärmonster sich im Kampf stellt. Sekundärmonster deswegen, weil die Bismarck hat eine Sekundärreichweite, also von der Sekundärbatterie, eine Reichweite von 10,9 Kilometern. Also das ist schon recht, recht ordentlich. Und ja. Wollen wir mal gucken. Die hat auch ein Geschütz mehr. Hat 4 Haupttürme. Hat aber keine Torpedos. Obwohl wir gerade gesehen haben bei der Kneisenau, na, auch wenn du Torpedos hast, ne, die werden halt weggeballert und hast auch keine mehr. Von daher. Naja, mal gucken. Ja, da werden wir mit dem Bismarck mal an die Schlacht gehen. Na gut, das ist jetzt natürlich die Karte, ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, hier die zwei Brüder da. So heißt die Karte, glaube ich. Und ja, da werden wir natürlich die Sekundärs nicht wirklich in starken Einsatz sehen, weil hier... Ja, waren die Schiffe eher da hinten irgendwo rumgehoben. Und das wird bloß so ein Fernkampf werden. Also wir versuchen mit der Bismarck in der Mitte durchzusprinten. Was aber, denke ich mal, schlecht ist wegen der ja, Kagero. Ja. Kutuzov, wenn wir mal gucken, auf welcher Seite die Kutuzov ist. Die wird bei Zeiten Nebel setzen und dann gib ihm mit Brand. So, da wollen wir doch mal der anderen Bismarck. Hallo, Sir. Naja. 11.000er Schaden gemacht. Das ist doch für einen Anfang, ehrlich gesagt, gar nicht mal so verkehrt. Oh, mal gucken, ob wir anknüpfen können. Naja, nochmal 6.000, das ist auch sehr gut. Kann man ehrlich gesagt nicht meckern. Ja, jetzt dreht sie ab, weil sie jetzt 17.000 schon verloren hat. Das ist natürlich recht ordentlich. Oh, 10 Kilometer, jetzt müsste die Sekundär, ich wollte gerade sagen, die Sekundär müsste eigentlich jetzt anfangen mit Feuern. So, dann nehmen wir uns mal hier den Russen vor. Oder die andere Bismarck, genau, die steht ja auch schön quer. Beschleunigt jetzt. Also dann... Mal gucken, ob wir die andere Bismarck auch vertreiben können. Ja. So, jetzt sehen wir gerade kein Schiff mehr. Ja doch, hier ist wieder die Bismarck. Sehr gut. Dann geht's weiter. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, warum wir so gut stehen, aber irgendwie stehen wir gut. Und wieder 7.000er Schaden, also nicht schlecht. Ah, jetzt hat einer gedacht, ach komm, den beschießen wir auch mal. Ja, nochmal 5.000. Das geht. Das ist natürlich
bescheiden, dass da hier so frontal auf uns zusteht. Da haben wir sonst mal jetzt umswitchen auf Brandmunition. Und dann mal gucken, ob wir den vielleicht ein bisschen anzünden können. So, da wir hinten in Deckung sind, lösche ich das Feuer auch gerade wieder. So, hier hinten haben wir nochmal eine Bismarck. Aber die steht, oder? Problem gelöst. Ja. Ich denke, nee, jetzt fährt sie gleich. Jetzt fährt sie gleich. Aber die ist raus aus der Reichweite. Ah, die fährt zurück. Okay. So. Die Vladivostok. Oder wie sie sich schimpft. Die hat gerade geschossen, deswegen fahren wir vor. Und versuchen noch einmal einen Brand zu setzen. So. Sehr gut. Haben wir noch mal einen Brand gesetzt. Ja, die hat sich wohl uns als Ziel ausgemalt. Aber wir werden wohl rübergehen zur Bismarck. Danach umwechseln wieder auf APs. Ah, da dreht sie weg. Ja. Aber viel weiter kann sie sich eh nicht mehr drehen, weil sie ja schon am Kartenrand ist. So, ich sehe ja hier Torpedos. Ah, gut. Die kommen nicht bis ran, das ist natürlich schon mal gut. Ah, gucken wir mal, ob wir den noch treffen können. Naja, wenigstens noch ein 7000er Hit gemacht, sehr gut. Oh, die Vladi da, die ist jetzt weg, sehr gut. Also würde ich sagen, langsam aber sicher, Attacke nach vorne. Da haben wir wieder die Bismarck. Nochmal querstellen, damit wir nochmal schießen können. Jawohl. Ja, nochmal 4000 noch was. Das geht. Na, und nochmal knapp 4000. Das ist nicht schlecht. Mhm, aber gut. Bei 9,4 Kilometern schießt natürlich die Secondary, was natürlich sehr gut ist. Aber ich denke mal wiederum, dass sie nicht treffen wird. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie trifft auf die Entfernung. Okay. So, tun wir nochmal reparieren, das letzte Mal. Wir mal Flugzeug rausschicken. Torpedos voraus. Katapultjäger in der Luft. Torpedos auf Backbord. Hm.
Der hängt jetzt die ganze Zeit hinter der Insel da. Das ist ja unglaublich. So, da werden wir dann gleich erstmal so nah anschmeißen, weil hier der andere Zerstörer rumgeistert. So. Dass wir wenigstens einmal nochmal den Torpedos ausweichen können. Ah, da drüben. Kommen wir auch nochmal einer. Das ist natürlich. Na, ah, und so eine Streuung. Die Streuung des Grabens triffst du nichts. Das ist ja Wahnsinn. Ne, da können wir bloß abdrehen, ehrlich gesagt. Torpedos auf Backbord. Ja. Torpedos auf Backbord. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Torpedos auf Backbord. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Na, kriegt man so rum. Ja, kriegt man rum. Sehr gut. Und die treffen uns auch nicht. Das ist ja schon mal. Schon mal sehr gut. Und jetzt kann man die letzte Reparaturmannschaft einsetzen. Sehr gut. Oh. Was machen denn eigentlich unsere Schiffe da? Ja, nichts machen sie. Okay. So, was sind das denn? Seine Sekundärs, die schießen? Ja, bei 11 Kilometern. Der war auch gut. Der war gut. Jetzt versucht er natürlich abzudrehen, ja. Aber seine Sekundärs schießen auch. Also scheint er den auch so in etwa wie ich geskillt zu haben. Ah, die Streuung war ja wieder mal grusig. Oh. Na, aber hier kann man nichts mehr machen, denke ich mal. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Ja. Ja, die Mars haben wir nicht aufgedeckt, ne? Die geistert irgendwo da hinten rum und freut sich, dass er Torpedos schießen kann. Naja, gut. Aber vom Schaden her, naja, geht's. Würde ich sagen. So. Mal gucken hier, was unsere Leute da machen hier. Ob sie den Sieg noch nach Hause fahren. Okay, die Kaldera, ich wollte gerade sagen, die will nicht. Jetzt ist sie weg. Oh, das wird jetzt. Da hat sie weggekriegt. Kommen keine Torpedos, ne. Das ist gut gelaufen, würde ich sagen, für die Chabev. Chabev oder wie auch immer. So, dort ist die Colorado. Oh, ich sehe gerade, ich hoffe mal, unsere Zerstörer bleibt da in dem Punkt von denen. Wechsel drüber zu dem. Ja, da ist er. Der Taschkent, okay. Und die, ah, okay. Ja, ein bisschen verschanzt hinstellen, kann sie machen. Das ist eine gute Idee. Oder was? Wo will sie jetzt hin?
Naja. So, die Iowa, ja, die müssen halt gucken. Ja, hier kommen wieder mal die Torpedos von der Mars, ja. Also die Mars ist, fährt schon interessant. Ja, wir wollen mal schnell rüber zur Jen Bart. Ah, die Colorado hat sie gleich, ja. Sehr gut. Jawohl, das war's für die Colorado. So, wen haben wir hier noch? Die Kudos auf. Naja, das Schlachtschiff ist abgedreht, ja. Will zum eigenen Punkt noch was machen, die John Bart, aber ich denke mal, da können sie sich komplett bei der Mars bedanken. Weil irgendwie da die Mars nichts macht, außer. Ah, jetzt doch, da ist er. Jetzt, ich wollte schon sagen, da ist die Mars. Das ist natürlich jetzt schade, weil. Schade. Schade, schade, schade. Okay, die Iowa will sich eher um die Jim Bart kümmern. Na, die Mars wird jetzt unseren Zerstörer gleich rausnehmen. Denke ich mal. Ja. Aber gut, wenn er in 10 Sekunden. Glaube ich nicht, dass sie schon Bart die Iowa rausnimmt. Ne, da sollten wir das Ding gewonnen haben. Jo. So, wollen wir schauen. Naja, zweites haben wir geworden. 76.000 haben wir noch verdient. 4200 APs. Ja. So schlecht war ja die Runde gar nicht. Das mit der Mars war halt ärgerlich. Aber sonst würde ich bald sagen, ging es eigentlich mit der Runde, würde ich sagen. Von daher. Ah, es ging schon. Also ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt bei Spirne Gaming. World of Warships Legends. Von daher, ich danke euch und ciao.